Okay, da sind wir wieder. Oder machen wir weiter. Also, was wollte ich machen? Ich wollte irgendwas machen. Ich wollte das Ding ja kaufen, ne? Ja. Erstmal hier ein bisschen aufräumen. Okay. So, du bist ja unser Koch. Teaches you how to cook food more efficiently. Okay, die Vitality ist natürlich vergeudet bei dir. Weil du die sowieso kriegen würdest, wenn du Level aufsteigst. Und wenn wir dir jetzt ein plus 1 Vitality geben, kriegst du beim nächsten Levelaufstieg alles, nur kein Vitality. Also es ist egal, aber teaches you how to cook food more efficiently. Schau mal. You have learned how to use ingredients more efficiently when preparing large batches of food. Oh, wenn wir 20% to the number of prepared dishes. Wenn wir mehr als eins auf einmal. Das ist praktisch. Damit sparen wir. Das ist nicht schlecht. Okay. Okay. Aber ich wollte... Also das würde ich sagen, das machen wir so. Wir sollten trotzdem mal zurück. Wir brauchen... Wir brauchen Stuff. Wir brauchen Lockpicks. Wir brauchen... weniger Kram, den wir mit uns rumschleppen. Wir können den Power Gem abgeben. Und wir müssen rasten. Und dann können wir auch noch gleich was kochen. Ja, ich würde sagen, wir gehen einmal... Wir haben ja hier einen Shortcut jetzt aufgemacht. Wir müssten doch hier eigentlich relativ unfallfrei irgendwie irgendwo hier. Ja, ihr seid alle hungrig. Okay. Und wenn wir dann zurückkommen, werden wir uns um den Druiden kümmern. Moment, was haben wir? Wir haben da irgendwas über den Druiden zu lesen gekriegt. Hier. Honestly, I'm a crazy mushroom lover, got the hell out of a town. Remember, for example, the rabbit mimic that ran after him. Ich meine, gewissermaßen ist er ein Mimic, aber ich glaube, das ist was anderes. Weil Mimic ist ja tatsächlich eine Kreatur. That ran after him. Ich habe da keinen Mimic gesehen, aber das muss ja nichts heißen. He is completely harmless, unless you feed him red meat. Okay. Oh, ist das... Ich könnte mir vorstellen, dass das eine... When you feed him red meat, dass das eine Truhe ist, die eine Truhe ist und auch eine Truhe bleibt. Und wenn wir red meat reintun, oder raw meat reintun, dann wird es zum Mimic oder so. Das wäre witzig. Meine, wäre nicht unlogisch, so wir wollen jetzt hier. Okay. Und ich würde mal vermuten, das gilt nicht für jede Truhe, sondern das kann man gleich ausprobieren. Sondern für eine, die vielleicht. Moment, haben wir da eine Truhe gesehen? Halt! Haben wir hier eine Truhe gesehen? Ja, eine ganze Menge. Die könnte es sein, die könnte es. Ne, ja. Wie viele Truhen haben wir denn eigentlich? Gottes Willen. Drei, die wir noch nicht aufgemacht haben. Okay. Ich meine, wir könnten für Spaß. Ich meine, ich glaube nicht, dass das mit jeder Truhe geht. Nur mal für Spaß. Mimik? Nee. So.
Okay, dann wollen wir mal schauen. Wir haben. So, wir sind alle ziemlich müde und wir wollen alle ins Bett, aber vorher wird gekocht. Das muss einfach sein. Und wollen wir mal gucken, wie viel haben wir da? 40, das ist gut. 31, das ist gut, dass wir davon so viele haben. Ja, davon 10. Das Rezept war. Ja, da gibt Cheese Horn Fruit. So, dann wollen wir mal gucken. Wir sind jetzt ja more efficient, wie efficient wir sind. Wir haben jetzt 10. Ich das jetzt in die Hand gedrückt, dir unsinnigerweise. So, wir haben jetzt für 10. Ach, wir haben das. Habe ich mir immer noch nicht das Alchemy-Ding gekauft? Wir brauchen auch noch das Alchemy-Teil. Okay, wir brauchen noch mehr Gold-Keys. Also, das, das, das. Und es werden 12. Okay. Ab jetzt gibt's Kuchen. Zum Frühstück, zum Mittag und zum Abendessen. So, das ist unser Drecksack. Aufgeräumt, hurra! Die Steine liegen lassen, okay. Du könntest die. Dann brauchen wir ruhig noch ein paar. Wir brauchen. Ja, okay, wir kriegen ja auch noch den mehr. Oh, das ist gewachsen. Okay, gut. Gut. Okay, was haben wir noch, was hier bleiben kann? Okay, das behalten wir erstmal noch. Behalten wir alles erstmal noch. Brauchen wir nicht. Katharsis kann hier bleiben. Okay, Power Gem. Du hast aber ziemlich Hunger jetzt. Wer hat das Ding, du? Third gem, fine. This time I have something special for you. My minions have more important tasks than cleaning up the junk that you throw around my stronghold. So, die haben auch überhaupt noch nie aufgeräumt. So I decided to give you your own home. Okay. This ancient fortress floats somewhere in between the worlds, so you can get there entirely safely. There only through a portal, and this is not as bad. And this is not as bad as it might seem. Portals from our fortress can lead to different places, which will allow you to avoid long walks. Das klingt nach einer guten Idee. Outkeep Key. Okay. Okay, willkommen im Outkeep. Gar nur das? Okay. Windgate Key for Green Gem.
Oh, die können wir, okay, die können wir da, die müssen wir kaufen? Ich dachte, die kriegen wir irgendwie, können wir uns erspielen. Outkeep Watcher Repair. Ah, ein Watcher. Willkommen, guten Tag, wie geht's dir? Nicht gut, so sieht so aus. OR3 haben wir 0, Crystal Shards of Recharging haben wir 1, 2, Rock 10, die haben wir, aber das wird nicht reichen. Okay. Okay, hier ist es, das sind alles Mimics wahrscheinlich, ja? Oh, für die Organisat. Okay, für die, die ihre Sachen organisieren wollen. The key seller is too fond of narcissism. Is fond of narcissism. Also er ist kein Narcissist, er ist fond of narcissism. Okay, whatever. Too fond of narcissism. Narcissism. Da ist irgendwo ein S zu wenig. So? Glaube. Das ist da nicht. Das hatte. Pirks, Mensch. Sei doch nicht so doof. Narcissism. Okay. Ja, keine Ahnung, was das heißt. Könnte ja auch mal jemand aufräumen. Ne? Ancient Fortress und so weiter. Okay, hier können wir Sachen drauflegen und wir können Sachen reintun und okay. Und das Einzige, was fehlt, ist das, was nicht beschriften können. Okay, das heißt, ich muss den ganzen Müll hier rüber schaffen. Gut, das mache ich irgendwann mal. Das mache ich nicht jetzt. Wo geht's hier hin? Hallo? Aber ich nehme an, das sind Erweiterungen, die noch blockiert sind. Okay. Cool. Schön, schön, schön. Stopp. Wir brauchen Dingenskirchen. Wir brauchen wie viele? Mindestens zwei. Also kaufen wir mal zwei. So, und dann müssen wir rasten und. Ah, Moment, wo wir schon mal hier sind. Jetzt müssen wir mal ein bisschen planen. Das ist. Also, wir wollen. Für unseren Druiden. Haben Earth 3. R3. Water 1 haben wir schon. R3. Okay. Earth 4. Für, okay. Water 3 haben wir, glaube ich, schon. Und Earth 3, okay. Also wir können R3 können wir dir geben und Earth 2, okay, also ja, da kommen wir, okay, da kommen wir aber gut hin. Kommen wir gut hin. Ist die Frage, haben wir hier noch irgendwas? Lightningwood für R4. Den haben wir schon. Wir hatten, hier war irgendein Zauber, der ganz interessant klang. Irgendwas mit Feuer. Irgendwas mit Feuer und Erde. Das hier. Blue Gem. Ich meine, Blue Gems haben wir eine Menge. Fire 2 haben wir. Das geben wir aus. Flame bursts from the ground, burning your opponents in a line. Probieren wir mal. Okay. Brauchen wir eventuell Poison Shield? Ich glaube, das müssten wir auch ohne schaffen. Ich verlaufe mich echt in diesem in dieser Windsbutze hier. Jetzt müsste es unglaublich. Okay. Gut. Ja, da würde ich sagen, gehen wir jetzt
nicht hungrig ins Bett, sondern essen vorher. Kann hier bleiben. Okay, das. Das kann auch hier bleiben. Nehmen wir erstmal noch mit. Okay. Das haben wir auch gemacht, ne? Ja, haben wir erledigt. Okay. Gut, dann wollen wir mal gucken, wer. Du hast richtig Hunger. Gut, fangen wir mit dir an, weil das ist das Kuchenesser-Amulett. Das kriegen alle, bevor sie Kuchen essen. Du brauchst nichts. Du kannst morgen Kuchen essen. Dann jetzt auf zum Kampf. Das können wir danach einsammeln. Dann kämpfen wir erstmal, jetzt wo wir den Well-Fat-Buff noch haben. Wie komme ich da am schnellsten hin? What? I have no gems. Oh ne, da kommen wir nur da hin. Okay, also so. So, und wir müssen am besten da runter. Ne? Da kommen wir am besten hin. Da kommen wir nicht durch. Da kommen wir auch nicht durch. Okay, wir müssen erstmal zum Wasser. Stimmt. Ich meine, wenn wir schon hier sind. Okay, die brauchen wir inzwischen auch nicht mehr. Octopus Licker. Was ist das für dich? Aber Soft Loves haben wir schon alle, ne? Oder besseres, also kommt das in den Drecksack. Ja, die Dinger hätten wir noch kaufen sollen. Na gut, egal. Wir wollen ja erstmal nur kämpfen. Was wollen wir dir geben? Du brauchst. Meine Damen noch kein Alchemy haben. Firearms. D
Die haben wir schon, genau. Die haben wir jetzt. Oh Gott. Ich hoffe, das hat sich jetzt nicht gelöscht, was ich hier gerade, wo ich hier gerade drüber war. Das ist so ein elender Glitch. Ja, da. Also wenn ich, ne, weil da schon Text steht, unterhalb von diesem Ding. Es ist so furchtbar. Also können wir das irgendwie, okay. Gut. So, der Kampf findet statt da. Wir wollen sinnvollerweise von da kommen. Das hat mir gefallen, die Position. Was mir nicht so gefällt, ist, dass wir am Ende des Kampfes ja noch eine ganze Menge Kämpfer haben. Kommt das nicht einfach? Okay. So, dann wollen wir mal ein paar Sachen vorbereiten. Du, erstmal guckst du dir an, wie der verdammte Zauber geht, den ich gerade gelernt habe. Okay, das kann ich mir merken, hoffentlich. Den kannst du noch nicht. Gut. Egal. Das dann. Das und ja, gucken wir erstmal. Da bist du. Was ein bisschen doof ist, dass der Typ uns den Kram klaut. What the fuck? Okay. Brauchen ein. Okay. Wir müssen in der letzten Phase müssen wir die Position verändern. Wir können nicht da. Wir müssen ein Feld zur Seite. Weil das Ding kann nicht durch die Dinger angreifen, durch die Gitterstäbe. Also das heißt, es kann nicht dahinter spawnen. Aber wir müssen uns die Seite frei halten. Das ist zu viel. Okay, okay, okay. Ja, Feuer scheint tatsächlich guten Schaden zu machen. Okay, aber ich glaube, das ist machbar. Und ich hoffe, dass wenn der Boss tot ist, dass die Türen aufgehen. Weil dann können wir wegrennen. Das müssen wir dann auch noch. Aber gut, also eins nach dem anderen. Erstmal den Boss killen. So, also du machst. Hier ist wahrscheinlich nicht so wichtig.
den Zauber, du bereitest das vor, das ist alles gut. Okay. What the fuck? Der hat die Ammo gefressen? Okay, na, das ist echt scheiße. Nee, das gefällt mir nicht. Okay, eine Sache müssen wir noch anders machen. Wir müssen unserem Magier noch diesen Energy-Regenerationstrank geben. Also es ist ein bisschen glückabhängig. Also wenn die Kröte uns die falschen Sachen klaut, sind wir ein bisschen angeschissen. Also zum Beispiel die Muni, ich meine, die könnte ich aufteilen in mehrere Stacks. Das ist zum Beispiel eine Sache, die wir noch machen können. Das sollten wir auch noch tun. Okay, also, wir müssen jetzt mal gucken, das muss ich vorher machen, damit ich das im Kampf nicht auf die Reihe kriege. Was ist das Ding? So. Dann brauchen wir eins der. So, vorbereitet ist es. Gut. Okay. Come on, come on, come on, come on. Okay, du bist empfindlich dagegen. Das ist gut, das brauchen wir. Die. Thank you.
Das kriegen wir ohne Tote hin. Das kriegen wir ohne Tote hin. Das Dumme ist, wenn dies blöde, wir müssen sehen, dass wir diesen großen Hörder, der ist, den müssen wir schneller killen. Weil wenn dieses bescheuerte Plant-Ding im Boden verschwindet, kann der Hörder darüber laufen. Das ist scheiße. Okay. Ich will das mit möglichst wenig Ressourcen schaffen. Ich meine, weil ich halt nicht weiß, wie es nach dem Kampf weitergeht. Also wenn dann tatsächlich die Tür aufgehen, wir da raus können. Außerdem sind mir Resurrection Potions ein bisschen zu wichtig. Okay, also das nochmal. Das war ein guter Zauber. Du brauchst definitiv, das können wir dir gleich geben. Das ist ja egal. Come on, hier doch mal. Okay. Oh, fuck. Okay, wo können wir hier hin? Hier können wir hin. Come on, nur beweg dich, du Penner. Pass auf, wo du hintrittst, Pirks. Nicht auf zu ihm hinlaufen. Okay. Wir werden jetzt noch eine Menge Viecher rumlaufen. Okay, du brauchst mal... was zu essen, was heilt. Und du... bist du nicht irgendeiner von euch Trollblood? Du hast Trollblood. Okay. Gut, aber den Kampf haben wir zumindest grob bestanden. Also, ziemlich auf Kante genäht. Was haben wir? Level 9, Level 10? Ja, okay. Okay, da ist noch einer.
Komm her, du Scheiße. Okay, die Potions sind nicht so wichtig, die Ach, du bist eine Ratte? Okay. Da weiß ich auch, wie wir die wiederherstellen können, ohne allzu große Probleme. Okay, ich höre aber ansonsten kaum noch was. Also viele können es nicht mehr sein. Nehmen wir an, das ist der Mimik. Okay. Na gut, dann wollen wir das jetzt hier klar machen. Die paar Dinger da kaputt machen und dann das müssten wir überleben können. Okay. Du bist ein bisschen... Okay. Okay, du bist ein bisschen besser. Okay. Also auch ein Trollblatt für dich, würde ich sagen. Ja, noch nicht. Noch geht's so. Und du hast auch mehr Hitpoints. Mhm. Okay. Na gut, dann sammeln wir in der Zeit mal unseren Kram ein und wir sind unter 300 Schuss gefallen. Das ist erwähnenswert. Na, Troublet ist... Na, was? Diese Regeneration ist schon nicht schlecht. So. Mal gucken, was hier noch so rumliegt. Hoppala. Weil ich meine, hier wird eine Menge rumliegen. Ist das der erste Bosskampf? War das Evil-Ding im Wasser? War das ein Bosskampf? Weiß ich gar nicht mehr, ob der eine Hitpoint... Hitpoint-Bar hatte. Oh, wow. Ich meine, wir haben den Bosskampf gegen den Shadow, den haben wir ja nicht, da sind wir ja vorweggelaufen. Hier können wir nicht rasten, ne? Ja, hab ich mir gedacht. Eine Healing Potion soll man vergeuden? Ehrlich gesagt nicht. Warten wir mal ein bisschen. Okay, dann machen wir erstmal andere Sachen. Dann wollen wir mal gucken. Bin ich jetzt alles abgelaufen, was nicht. Nee, hier nicht. Obwohl, da ist das Ding. Okay, da können wir nicht hin. Der Rattling hatte nichts Außergewöhnliches bei sich, ne? Ich glaube nur ein bisschen Geld. Na gut, dann gucken wir mal zu dem
Mimik, der völlig harmlos ist und überhaupt, ne, will nur spielen. Hatte keine Anzeige. Okay, also dann war das kein Boss. Ja, und wir sehen, das muss ein Mimik sein, weil sonst kommen wir nicht an den Hebel ran. Das ist auch ein guter. Es ist wieder gutes Game Design. Dabei fällt mir ein, wir haben in irgendeinem Level eine Truhe gehabt, wo hier eine Torch war, in einem Bracket, die man hätte rausnehmen können. Vielleicht könnten wir die auch in einen Mimik verwandeln, weil theoretisch könnten wir da ja auch ran wollen. Andererseits, eine Torch ist vielleicht nur Ornament, aber das hier ist ja definitiv Gameplay-Element. Und wir haben keinen. Doch, wir haben noch. Okay. So. Ist es jetzt ein Mimik? Nein. Okay. Okay. Den hatten wir doch. Den hätten wir doch gerade lernen können. Okay. Okay. So, wollen wir mal gucken. Also Fleisch. Haben wir Fleisch? Ja. Okay. Punkte. Und wir kriegen das Fleisch wieder. Ne? So, und der Grund, warum wir das gemacht haben, ist das hier. Uhuhuhuhu. Schönes Studio, ich glaube. All resistances by one. Das ist eigentlich ziemlich wurscht. So, und du mach mal Sachen kaputt. Ratchem, nice. Okay. Das hat sich alles ziemlich gelohnt hier. Sind wir jetzt inzwischen wieder halbwegs voll? Ja. Du bist echt hartnäckig. Wir brauchen Poison Shield. Haben wir Poison Shield? Ne, können wir da nicht haben. Gott sei Dank. Okay. Das müssen wir jetzt noch dreimal machen. Naja, wir haben ja Zeit. Und das machen wir für Kram. Protection +2, Stärke +4.
dich gerade noch gesehen aus den Augenwinkeln. Moment, hier liegt auch noch was rum, oder? Das war die Ratte. Immer diese blöde Ratte. Come on. Come on. Pusten. Alle pusten. So, gut. Genug gepustet. Danke. Mehr nicht. Das eine Black Moss Ding. Ein bisschen dünn. Hm, gut. So. Aber da waren noch nicht... Waren noch nicht alle. Dich haben wir noch. Was ist mit dir los? Okay. Okay, hält nicht sehr lange. Okay. La la la. La la la. La la la. La la. Haben wir noch irgendwas, was wir in der Zwischenzeit hier erkunden können? Ich glaube nicht, ne? Das haben wir. Da waren wir noch nicht, oder? Ich glaube. Müssen wir jetzt wieder ein bisschen Zeit totschlagen. Noch, okay, hier sind die ganzen Gold Keys. Sehr schön. Okay, wir haben einen Mushroom Pie. Wir haben eine Permanently Increases Protection Plus by 2. Das ist ja eigentlich was für dich. Du bist ja der, der Protection haben will. Ich meine, grundsätzlich ist es was für jeden. Wo ist denn deine Protection? Da oben. 37, 8, ja, aber gut, du gehst ja auch auf Evasion. Ich meine, dir würde es auch ganz gut zu Gesicht stehen, aber... Ja, eigentlich steht es dir besser zu Gesicht. Du kriegst... Nur meistens können wir es verhindern, dass du angegriffen wirst, also geben wir es lieber dir. So, dann haben wir noch Silver Bracelet Health plus 10, Vitality plus 1. Das ist... Du hast 158... So, für dich. Und Käse und Red Gem. Gut. Chest was hier. Mimik. So, wir sind weg. Können wir noch einen Schlag überleben? Ich glaube. Weil immerhin sind die Dinger in Ecken, wo man üblicherweise nicht hin muss. Aber wir hatten doch noch... Ach, das war noch dieser Mittelraum. Da haben wir ja noch... Oh Gott, da haben wir ja noch einen Kampf. Okay. Ja gut, dann sammeln wir erstmal unseren Loot ein. Und da habe ich einen Stein drauf geworfen.
Das war wahrscheinlich sonst gar nicht offen. Das hier wird zugewiesen sein. Dafür haben wir da den Stein irgendwo hingeworfen, oder? Hier hin? Ja, das war auch der. Genau, das war der Stein, der. Obwohl. Keine Bodenplatte. Weil hier lag ein Stein. Warum hätten wir da. Ich meine, vielleicht hätten wir von oben Fleisch runterwerfen können und das wäre in das. Aber dazu hätte ich wissen müssen, dass der Mimik ist. Und das konnte ich ja nicht wissen. Vorher. Okay, aber gut. Also hier sind wir jetzt fertig. Sehr schön. Wo war jetzt dieser andere Kampf? Das war hier. Okay. Nächster großer Kampf. Sind wir nicht wirklich, aber wir schauen mal, wie es geht. Wir können ja uns theoretisch zurückziehen. Du wirst Hunger kriegen. Aber ist egal, ist auch egal. Okay, also. Ah! Perks, du siehst es doch. Was? Wo kommt das denn her? Wie kommt das denn dahin? Ist da irgendwas, was ich. Okay, ich glaube, das ist ein Poison Resistance Test hier. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwo sicher sind. Yep. Okay. Ich meine, wir gehen jetzt ja auf Earth Magic, dann können wir auch Poison Shield kaufen. Und ich glaube, da haben wir eine Überlebenschance da drin. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir diese ganzen Spawn-Dinger gekillt haben, geht vielleicht doch das gesamte Gift. Das können wir probieren. Vielleicht geht das so. Obwohl, das ist ja nicht so weit. Wir brauchen doch. Aber Poison Shield müssen wir. Nee, da müssen wir nach Garno da zurück. Den haben wir ja nicht. Aber Moment, wir haben da auch noch einen Spell gekriegt. Ja, das stimmt. Die sind. Was ich ganz gut finde, dass die stark variieren, also dass du quasi so Mini-Bosse in Anführungsstrichen auch ganz überraschend mal zwischendrin haben kannst, hält die Sache spannend. Also kann einen natürlich auch ziemlich, ne, blöd erwischen, aber solange es nicht übertrieben wird, ist das eine ganz nette. Ach,
Shock Shield, Magic 3. Okay, also dann geben wir dir jetzt mal. Earth 3. Shock Shield muss er noch ein bisschen mit warten und du könntest jetzt Poison Shield lernen. Wieso gehe ich da schon wieder rein? Weil ich, ich sehe das Wormwood-Ding und was haben wollen. meins. Okay. Können wir das von verschiedenen Seiten angehen? Auf sehr langem Wege ja. Okay, da würde ich sagen, machen wir das mit Poison Shield. Dazu müssen wir. Oh, das haben wir auch noch. Haben wir noch. Ja, wir müssen eh wieder zurück. Gottes Willen. Also, wir müssen da, darüber und dann runter. Wir können doch hier noch. Wieso war ich da eigentlich noch nicht? Moment. Hier waren wir. Da war ich auch noch nicht. Moment. Also, wie es ganz lustig ist, wir können uns ja Water Breathing jetzt kaufen und ich weiß, das wird der Zauber sein, den ich am häufigsten vergesse. Ne, hier ist. Theoretisch was? Was ist hier? Na, ominous. Mehr nicht? Okay. Na gut. Mehr Kuchen für dich. Du hast so gut Kuchen gegessen, dass du gleich ein Level kriegst. Ich meine, theoretisch müssen wir dir irgendwann die Zauberschulen geben, aber ehrlich gesagt. Meine Heavy Armor noch nicht unbedingt. Der hast du noch. Ne, bist du noch nicht. Aber. Ich will einen Kämpfer mit maximaler Firepower haben und wenn der dann halt. Ich meine, wir haben diesen einen Heal, den wir theoretisch lernen können. Zu viele Skills, zu wenig Skillpoints. So, was soll. Das war das. Okay, das war. Das war das. Das war das. Das war das. Hier fehlen noch. Wie viele Secrets fehlen hier denn noch? Können wir mal gucken. Wir haben. Es fehlen noch zwei. Wo glauben wir denn, dass nur eins ist? Keine Ahnung. Okay. Zwei Secrets und kein Plan, wo noch was sein könnte.
Ich meine, hier könnte was sein. Das könnte was sein. Hier könnte theoretisch noch was sein. Aber gut. Wir wollen jetzt erstmal Lissy ein Stück Kuchen geben. Mal durch. Genau, das macht irgendwas auf. Ja, genau. Die Truhe haben wir. Also wir wollen Poison Shield kaufen, wir wollen da noch irgendwas machen? Hm, glaub nicht. Und dann geht's in die Hördermoors. Obwohl das eigentlich, also da können wir hin, um uns aufzurüsten. Ich weiß nicht, ob wir das Dungeon darunter schon machen wollen. Ich würde vermuten, es ist besser, wenn wir erstmal in einen Bereich gehen, der näher dran ist am Starting-Gedöns. Also Hammerhills fehlt ja noch. Das ist ein bisschen, wird wahrscheinlich eher unserem Level entsprechen. Ich meine, wir haben Quests sowohl für dieses Dungeon, also unter Hördermoors, als auch für das Dungeon unter Cheeseburg. Was wollte ich hier machen? Pausendings kaufen. Habe ich die Zauber... Nee, das Shock Shield. Also... Ginger. So, dann wollen wir nochmal... Hier, was haben wir hier? Thomas Leadership, Aggression, Endurance... Ich meine, sinnvoll wäre es auch, wenn wir so einen Windgate-Key kaufen würden, damit wir das Windgate in zumindest 1 aktivieren, damit wir uns ein bisschen Wege sparen können. Und ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich nehme an, das ist die einzige Möglichkeit, an die ranzukommen. Welche Spells wollten wir danach kaufen? Sollen wir mal ganz vorsichtig sein hier. Also, ach scheiße, weiß nicht, wo das ist. Ja. Okay, also nochmal zurück. Hier die Karte auf. Also, wir brauchen nicht unbedingt nötig. Schon ganz nett. Ein Green Gem. Ganz nett. Können wir aber im Moment noch nicht, also bringt es auch noch nichts. Den will ich in jedem Fall ausprobieren. Also 2 Green Gems, 3 Green Gems, den haben wir schon. 3 Green Gems.
Wir haben 4, das würde passen. Okay. Dann machen wir aber, ich denke, Hördamus, da werden wir das ein oder andere mal hinwollen mit unserem Druiden. Da das ja, ist ja quasi sein Ding. Wo habe ich die hingetan? Hier irgendwo, ne? Können erstmal hier hin. Ja. Okay. So, da kann man da irgendwie eine vernünftige, nee, einen richtigen Shortcut dahin haben wir nicht, ne? Und hier, das ist auch noch ominous. Was ist denn da drunter? Können wir da irgendwie... Da ist bestimmt noch was. Tag, die Herren, Damen, was auch immer. Befreundete Pilze. Ich warte, warum rennst du denn da rum? Aber du rennst rum, weil du da zwei Felder Bewegungsfreiheit hast. Okay. Schön. Hörder Hamlet, okay. Also der Ort heißt Hörder Hamlet. So, wo war jetzt hier die... Das finde ich ein bisschen ominös, da müssen wir, das müssen wir auch noch gleich mal checken. Overgrown Mycelium. Ja, viele Pilze, verstehe ich schon, aber... Ja, keine Pilze. Hm. Okay, was haben wir hier? Hier sind wir nicht richtig. Wo sind die... Also ich würde sagen, probieren wir erstmal aus, was es ist und dann gucken wir, ob wir den wirklich haben wollen. Das war Absicht.
meine, ich denke, den... Ich meine, der Punkt ist, im Moment brauchen wir ihn noch nicht. Ich werde jetzt plötzlich knausrig. Im Moment haben wir, bisher haben wir, es gibt noch keinen, ich meine, wir haben die Siren Depths, so hieß das, glaube ich, wo wir das mit Sicherheit brauchen. Okay, ist es, okay, ja, mal gucken, was es ist. Muss man noch ein Level warten, weil ich werde ja R3, wird unser Druide wird R3 werde ich ihm geben, der wird auch R4. Ne, mal gucken. Also ein Level noch oder ein Skillpoint. Was soll ich sagen? Ja, also wir haben ein Level, das vermutlich komplett unter Wasser ist. Und ansonsten haben wir zwar mal Schaden genommen und ich glaube in grauer Vorzeit sind wir auch mal ertrunken, aber eigentlich brauchen wir das noch nicht. Deswegen schauen wir mal. Aber hier haben wir noch Sachen, die wir kaufen wollten. Bei dem... Was ist hier denn? Okay, zu euch muss ich auch noch mal gucken. Wo waren die... Nee. Hier. Ja, schönen guten Abend. Ja, ein bisschen spiele ich noch. Also, die Streams in Legend of Grimrock, also in Final Adventure, sind tendenziell ein bisschen länger als die, üblicherweise sind Plant Growing Guide. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ich glaube, das machen wir. Wieso sind wir schon wieder müde? Wir sind schon wieder müde. Okay. Teaches you how to grow plants properly. Okay, das ist eigentlich, das werde ich dir geben, weil du sollst ja eigentlich unser Alchemist sein. Oder bist unser Alchemist. Du kannst auch mehr tragen als der Kollege und das Ding wiegt ja doch 12 Kilo. Also gebe ich das dir. Dafür kannst du den albernen Spiegel tragen. Du würdest dann nochmal Vitality kriegen, ist egal. Wirst du im nächsten Levelaufstieg wieder verlieren. So. Du hast jetzt den grünen Daumen, was nachvollziehbar ist, weil deine Hautfarbe grün ist. Ist also gar nichts Außergewöhnliches. Du kannst jetzt... Increases the growth rate. Okay. Ja, wollen wir hoffen. Hatten wir nicht noch hier? Sowas wollen wir auch noch haben. Ja. Und mit dem letzten kaufen wir dann das Alchemy-Ding. Okay. So, und jetzt müssen wir auch nochmal wieder zurück, weil wir da die Dings wieder reintun. Okay, aber das können wir jetzt ja. Gottes Willen, Leute, alles gleichzeitig hier. Willst Kuchen, ne? Ihr wollt alle Kuchen haben. So. Yum, 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 yum. Windgate, wo ist das da? Okay, was soll ich machen? Ich wollte irgendwas kaufen mit dem letzten Alchemy-Ding. Okay. Und wir brauchen auch noch... Ja. Reicht das oder brauchen wir noch mehr? Hier war keine... Eine, ja, eine hat gereicht. Ich hoffe, ich habe keine vergessen. Wahrscheinlich habe ich eine vergessen, ist egal. Falsch. Das ist nicht so schwer. Hier geht's raus. Jedes Mal. Okay, es ist Tag hell und wir sind todmüde. Wo wollte ich hin? Da. Falsch. Richtig.
Falsch. Richtig. Was, habe ich das doch schon gekauft? Ja, du hast es in der Hand, weil du das... Genau, das war das komische Zeug, das müsste man in der Hand haben. Ja. Da springen wir vor lauter Erregung glatt nochmal ins Wasser. Sehr, ne? Ich bin richtig gut informiert über meinen eigenen Spielfortschritt. Hier könnten wir noch erkunden. Also könnte, das können wir auch mit Water Breathing machen. Wen wir uns dann kaufen könnten. So, was fehlt jetzt hier noch? Die Truhe. Machen wir mal die Truhe. Dazu gehen wir ins völlig falsche Level. Ach, das ist der Pyx ist aber auch manchmal etwas trantütig. Die, so, hier, und. So. Oh, wir haben noch das Windgate. Okay, wisst ihr was? Ich mache mal eine kleine Pause und hole jetzt mal Kaffee, weil offensichtlich hilft Tee nicht mehr. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's gleich weiter. Gottes Willen. Okay. Gut. Dann machen wir mal weiter. Bitte. Ist das Windgate immer noch? Naja, nicht unbedingt, wenn wir nach hier wollen. Es ist nicht so viel. Naja, immer noch. Egal, wir gehen jetzt. Kleinen Waldspaziergang. So, die Truhe, da kommen wir hier hin. Ja, mit euch sind wir. Euch kümmern wir uns gleich. Natürlich muss hier jetzt auch so wahnsinnig viel drin sein, damit wir auch ja. Nicht rechtzeitig rauskommen. Ich hab die Dings vergessen. Die Dings. Die Bums. Das machen wir gleich noch. Also erstmal können wir das Ding ausixen. Da kommen wir nicht durch. Was haben wir gefunden? Ein Blue Gem. Du bist Licke. Okay. Thank you.
Master Luck, du bekommst keine Werbung. Also du solltest eigentlich gar keine bekommen, weil du Abonnent bist. Abonnenten sollten eigentlich keine Werbung kriegen. Okay. Ja, das Ding. Das ist natürlich nicht hilfreich, dass wir müde sind, aber egal. Weiß ich, wie der Zauber geht? Ne, weiß ich nicht mehr. Poison Cloud, Poison Gold, Poison Shield. Das wusste ich sogar noch. Ich bin doch doof. Ich kann da hier ganz wieder. Ich kann da ja ganz raus. Hält uns doch keiner von ab. Ist doch viel weniger stressig als nötig. Ich weiß nicht, ich war noch so in dem Gedanken, wir sind hier eingesperrt, aber das ist ja völliger Blödsinn. Oh, wir haben alle gekillt. Super. Okay. Okay. Ja, ich sollte mir angewöhnen, immer mit mehr als ein paar Lockpicks durch die Gegend zu laufen. Gut, wir haben kriegen Wormwood hier und Pilze. Und eine Pickaxe werden wir jetzt auch in Kürze wieder brauchen. Nämlich genau jetzt. Und finden nicht mal einen Green Gem. Okay. Okay. Also, mal gucken, ob ich es jetzt auf die Reihe kriege, an das Windgate zu denken. Denke ans Windgate, denke ans Windgate, denke ans Windgate, denke ans Windgate, denke ans Windgate. Dazu müssen wir... Nein. Nicht alle Tasten gleichzeitig drücken, Pix. Der Ausgang ist eigentlich... Oh, es ist fast näher. Und wir können ja auch die Dinger in... Cheeseburg kaufen, aber ich meine Blue Gems, ups. Ich weiß nicht, ob Blue Gems mal eine knappe Ressource werden, weil ich meine, Geld kriegen wir immer wieder durch. Moment, wir können für 600 einen Gold Key kaufen. Nee, wir sparen auf Gold Keys. Wir machen das mit Blue Gems. Was wir mit Blue Gems machen können. Ausgang ist da. So. Schon wieder Kuchen essen? Sieht so aus. Okay, ihr braucht erstmal keinen Kuchen und du willst den nächsten Kuchen. Also wieder den Kuchenesser. Oh. Nom, 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 nom.
So, jetzt pflanzen wir gleich mal ein Spice ein. Was können wir da noch kochen? Was können wir, weiß ich, irgendwas interessant? Wir haben ein Stück ein Stück Käse, zwei Stück Käse. Okay, wir können eine ganze Menge mit Hördercaps machen. Aber im Moment haben wir noch genug. Das kann erstmal hier bleiben. Das kann weg. Okay, dann würde ich sagen, brauchen. Jetzt kaufe ich mir gleich zwei Dinger. Und jede Wette, dann werden wir gleich einen Haufen finden, aber so ist Lebe. Noch. Es gibt eine ganze Menge Händler. Es gibt eine ganze Menge. Also erstmal können wir hier Sachen kaufen. Bei unseren freundlichen Eiselementaren. Und wir können in Cheeseburg. Hier gibt es Fernwaffen. Hier gibt es Food. Hier gibt es. Hier können wir Sachen verkaufen. Hier können wir Herbs kaufen und hier können wir irgendwo Gems kaufen. Und dann haben wir gerade gefunden den Kram, wo wir hier Zauber kaufen können, Druidenausrüstung und auch Herbs und Food. Und wir haben auch Geld und wir haben Gems, mit denen wir manche Sachen bezahlen können. Und was brauchtest du nochmal? Du wolltest... Ja, haben wir gar nicht. So. Dann würde ich sagen, wollen wir jetzt mal hier bei unseren Freunden den Pilzköppen nochmal ein bisschen umgucken. Hier war ja noch einiges unklar. Was das hier ist zum Beispiel... Weil das Ding sieht ja eher so unfreundlich aus, aber schauen wir. So, du lässt uns ja durch. Das hat ja bestimmt überhaupt nichts zu sagen. Jo. Das hat überhaupt nichts zu sagen. Das ist gar nicht irgendwie... Hi. Seid ihr irgendwie die andere Fraktion hier? Oder... Hallo.
Wollen wir mal gucken, wie die anderen das so finden, wenn wir hier die Hälfte der Bevölkerung ermorden. Oh. Oh ja. Ja, die Zeit vergesse ich bei diesem Spiel gerne. Frier doch mal ein. Du hast viele Hitpoints. Bist du hier der... Na, wo möchtest du hin? Ich trete ihn nicht vor dich hin. Ich weiß, was du dann machst. Okay. Okay. 220? Ja, das waren definitiv mehr als gewöhnlich. Okay, jetzt nehmen wir euch die ganzen Pilze weg. Ich meine, es hat auch einen Grund, dass das da ist. Können wir das... Wir haben kein... Pickaxe habe ich vergessen. Nee, gut. Irgendwas vergisst man immer. Besonders ich. So, du bist doch bestimmt unfreundlich, oder? Ja, ich glaube, also, ne, irgendwann wird dann der Streamer auch einfach schläfrig, aber ein bisschen. Also im Moment ist mir die Uhrzeit noch nicht aufgefallen. Du läufst da jetzt rum. Oh, ihr seid hier. Verstehe, eine kleine... das war nicht so schlau. Es ist eine Falle! Ja, ja. Scheiße. Ach du liebe Güte! Verdammte Himmelwatte! Trinkt. Uiuiui, das war fast schief gegangen. Ah, was ist Stress? Die mögen uns hier nicht. Aber ich mag die doch. Aber da haben wir hier ein paar von ihren Köppen. Okay. Ich committe mich mal. Gottes Will, das war auch noch diese Insektenviecher. Aber der hat doch was von einem Dungeon gesagt, der Kollege mit seinem Auftrag. Das ist da hier nicht. Welcome to a village. Protect nature in the settlement. You must complete our quest in the caverns below us. Ja. Okay. Können wir ja nicht wieder raus, wenn wir wollen.
Ja, genau. Gottes Willen. Wo ist denn hier der Chef? Ja, nehmen Sie da mal Stellung zu. Ja, okay, gut. Du kannst bald was essen, dann können wir dir ein bisschen Regeneration verschaffen. Ich will ja jetzt nicht extra deswegen regeneratives... Meine Trollblatt können wir doch auch kochen. Wissen wir das? Trollblatt? Ich glaube. Können wir nicht, weil ich den ganzen Kram... Nee, okay, dann machen wir das auch. Ich sollte nicht jedes Mal unseren gesamten Zutatenvorrat zu Hause lassen. What the fuck? Kommt ihr hierher? Oh, da, ach, das sind die, ja, stimmt, er hatte ja erzählt, dass die irgendwie corrupted werden, wenn sie da nach unten kommen in die Caverns. Und das sind vielleicht die, die dann wieder rausgekommen sind und die haben sie dann eingesperrt. Das ergibt einen gewissen Sinn. Dann kommt der Herr, ihr Scheißer. Wisst ihr nicht, wie ihr hier rüberkommen sollt? Finde ich sympathisch. Könnte sein. Dann werden wir das natürlich ausnutzen, wo wir eine... Ah, scheiße. Wie wir nur können, weil wenn ich was hasse, dann sind das diese Mückenviecher. Ach, Drecksdinger. Haha. So. Okay. Okay, Schildkröt. Irgendwann muss man einen Patch rausbringen, dass das Ding nicht so laut ist. Okay, Lizzie will wieder Kuchen. Ja. Kriegst du einen Kuchen? Du kriegst auch gleich Kuchen. Jetzt kriegst du erstmal Kuchen. Yum, yum, yum. Oh, du kannst ja auch schon mal Kuchen essen. Yum, yum, yum. Ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt Water Breathing und dann machen wir das ein bisschen in einem Ruck und nicht in... Mal gucken. Da ist eine Leiter, da ist eine Leiter. Probieren wir es erstmal ohne. Vielleicht, ich vermute so leicht, dass es hier Water Breathing gibt, aber also gefunden meine ich. Gucken wir erstmal, was wir hier im Wasser haben. Guten Tag. Ja, ja. Na, komm mal her. Komm mal her. Komm mal her. Bitte sehr. Okay, das sieht mir
Das sieht mir nach einer Situation für Water Breeding aus, aber noch geht's. Vielleicht können wir uns einen grünen Gem sparen. Wahrscheinlich nicht, aber... Bleibst du hier? Ja, das wird... Ja. Okay. Habe den Wink verstanden, Spiel. Water Breeding. Richtung. Hier irgendwo, ne? R3 haben wir, ne? Ach, haben wir auch noch gar nicht. Okay, wie kannst du denn R3? Nee, okay. Kein Water Breeding. Brauchen wir auch gar nicht. Können wir auch ohne machen. Dann gehen wir mal wieder zurück zu denen da. Haben hier ein bisschen regeneriert. Achso, ja. Okay. Da sind noch eine ganze Menge von diesen Großen, was mir nicht gefällt. What the fuck? Sind das die Lizards aus dem ersten Spiel? Aber nee, die waren noch, oder? Kröten, das ist ja nur so mittelgut hier. Wie zur Hölle komme ich da hin? Ich muss irgendwie da lang kommen können. Ja, wahrscheinlich unter Wasser. Wo sind die denn alle hergekommen, die mich hier angegriffen haben plötzlich? Die müssen doch von irgendwo gekommen sein. Na gut. Gucken wir mal kurz zu den Hammerhills. Bisschen was zu essen, glaube ich, für den Weg. Wir haben immer noch keine. Wir haben aber eine ganze Menge davon. Wir könnten. Können wir. Wir brauchen dafür brauchen wir Eier. Wir können Kuchen machen, dafür brauchen wir Eier, wir brauchen Käse. Wie machen wir Käse? Käse machen wir aus Milch und auch bisschen Nahrung haben wir noch. Einfach nach Süden.
Guck mal, vielleicht finden wir da ja auch was. So, da gucken wir jetzt noch mal kurz ein bisschen in diese Zone und nur mal, wie hier so die Stimmung ist. Ich glaube nicht, dass wir... Das sind Hammer Hills, ne? Ja. Okay. Mehr Kuchen für dich. Okay, ich glaube, wir werden hier eine ganze Menge Pickaxes brauchen. Okay, zack, zack. Das ist gut. Hier können wir noch Blue Gems rausziehen und wir finden... Help me, please. Okay, tun wir nicht. Okay, wir nehmen deinen Kopf an uns. Das ist auch eine Art von Hilfe. So. So und so. Ihr seid ja fast harmlos. Okay, das ist eine ganze Menge. Hier ist ein schwieriges Rätsel, das traue ich mir nicht zu. Gucken wir erstmal hier hin. Du hast Hörner, das sehe ich jetzt erst. Fancy Dog. Ups. Okay, ja, das ist definitiv Anfangsslip. Ja, hier. Okay. Das ist... this looks dangerous. Ich nehme an, da wir hier ja gleich von Anfang am Anfang hingekonnt hätten, ist das hier ein bisschen. Okay, ja, gehen wir. Flügen wir ja eher so durch. Wir müssen nur aufpassen, dass wir hier nicht so Sachen übersehen, wie sowas. Habe ich ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob es am Ende wie ausgeglichen die Zutaten verteilt sind hier. Oh, hallo. Weil ich habe den Eindruck, man findet manche Sachen deutlich häufiger, als man sie braucht. Now I can open one of those. Now I can open one of those. Achso, mit dem Schlüssel, okay. Now I can open one of those. Plus ein Key. War dann ein Key, ne? Ja. Können wir unserer Sammlung hinzufügen? Da bin ich gekommen, echt? Okay.
Wow. Total linear und Pilks verläuft sich trotzdem. Das ist eine Leistung. Okay. Ah, du bist ja, das stimmt, du bist ja unser Hacke. Oh, hallo. Unser Hackeball-Typ. Du brauchst natürlich mehr zu essen und zum Glück haben wir noch ein bisschen Kuchen. Meinst du das nächste Gebiet auch gleich mit erkunden? Ja, wahrscheinlich. Habe ich dir das wieder eingelegt? Und dir das? Ja. Okay. Okay. Truhe ohne... Okay, mehr von den Leuten. Ein Stein, oh Gott, ein Stein. Können wir den da rüberwerfen? Können wir, bringt aber nichts. Können wir den hier reinwerfen? Können wir, bringt aber nichts. So, jetzt haben wir unseren ganzen Kuchen verfuttert. 12 Stück. Aber es hat sich gelohnt. So, da. Okay. Gucken wir erstmal weiter, wo es hier hingeht. Okay, hier haben wir schon mal Leiter. Das ist schon mal gut zu wissen. Hier haben wir einen Power Gem. Das ist auch gut zu wissen. Hier haben wir einen Ort, wo wir uns hinstellen können, aus irgendeinem Grund. Und hier gibt's Eier. Okay, da möchte jemand wirklich Eier haben. Okay, da ist ein Dings drin. Können wir... Okay. Okay, du schießt da was hin. Okay. Du schießt da irgendwas hin und das fliegt dann. Ja, genau das wollte ich machen. Ein Ei. Da ist ein... Können wir irgendwas in ein Loch werfen? Und hier waren wir schon. Mehr Spices.
Ich habe immer noch keine Wein gefunden oder zumindest, ich habe es auch einfach jedes Mal wieder vergessen, unter Wasser, die wir vielleicht benutzen könnten. Wie uns das Spiel ja freundlicherweise gesagt hat, dass das ging. Bist du? Da bist du. Okay, danke für dein Ei. Nehmen wir gerne an uns. Da ist er. Da waren wir schon. Ist das hier? Das sind die Hills. Wir klettern die Hills hinauf und finden dabei Eier. Und Torches. Die waren zu diesem Zeitpunkt sicherlich noch Brot. Oh, wir sind deutlich unter 300 gefallen. Zum ersten Mal. So, haben wir hier... Haben wir nicht. Da müssen wir, können wir irgendwie hin. Da ist auch irgendwas. Da. Okay. Okay. So, hier war Schluss, ne? Wo war die? Da ist die Leiter. Ne, ist die Leiter runter. Hier geht's weiter. Naja, war fast gut. Okay, tiefe... Mal aufpassen. Tiefe Schluchten. Okay. Dafür bewege ich mich nicht mal. Okay, ist noch so ein Altar. Jetzt haben wir alle vier. Aufräumen ein bisschen. Here it is, the fourth altar. I was in time. Faster while the others... Bleh. Here it is, the fourth altar. Okay. Here it is, the fourth altar.
I was in time, faster while the others blur. Könnte natürlich sein, dass man das alles innerhalb eines Zeitlimits machen muss. Was auch immer wir, meine da irgendwelche Sachen. Vorsichtig. Irgendwelche Sachen opfern oder so? Okay. Es wird dunkel. Okay, wir müssen Tontaube schießen. Neues. Oh, viel lag ich hier. Okay. Da müssen wir irgendwie hinkommen. Ist ein Pilz, ich will ihn. Okay, laufen Leute rum. Da unten, okay. Wir wollen aber erstmal noch weiter nach oben, würde ich sagen, bis wir... durch. Da waren wir auch noch nicht, okay. Wollen wir erstmal... Na gut. Können uns ja die Rätselei sparen, wenn wir es... Also wahrscheinlich können wir uns trotzdem nicht sparen, weil du uns sagst, Perpetuum mobile, anti-clockwise rotation expected in the inner circle, unneeded parts can lead to malfunction. The presence of a technician is necessary to unlock the utility room. Okay. Die Steine werden teleportieren sich. Okay, die teleportieren sich hier durch die Gegend. Das ist ja super. Was stand da? Presence of a technician is necessary. Okay. Wir mussten uns da, also okay. So, wo geht's hier hin? Wissen wir nicht. Können wir das? Speichern wir mal lieber. Geht das eigentlich mit so einem Schlüssel? Nee. Können wir das damit aufknüpfen? Können wir.
Okay. So, das haben wir. Was haben wir? Können wir uns da eigentlich teleportieren? Nee, können wir nicht. Okay. Okay. Checken wir bei Gelegenheit. Nope. Wollte ich nicht. Nein. Doch, wollte ich. Wollte hier unten erkunden. Hier waren wir nämlich noch nicht. Kommen wir da irgendwie wieder hoch? Ja. Gut. Oh, hallo. Okay. Warehouse one floor below. Warehouse one floor below. Weiß nicht, ob das mit Floor gemeint ist. Oder einfach ein Floor wie das hier. Gott, so viel Fleisch. Will ich nicht mehr in die Kiste schauen? Das ist ein ganz hervorragender Punkt. Will ich. Okay. Was soll den ganzen. Geil. Jetzt haben wir. Inzwischen haben wir ja mehr. Am Anfang hatten wir ja ein bisschen Sorge. Oder hatte ich ein bisschen Sorge, dass wir nicht genug Sachen finden. Wir können unseren Drecksack mal durch eine Dreckskiste ersetzen. Wo ich dann leider nicht mehr so auf Drecksack sagen kann. Ohne dass ich einen Grund dafür angebe. Okay. Aber vom Prinzip Container sind immer eine gute Sache. Ich habe hier doch noch so einen Flatterhansel gesehen. Wo ist der denn hin? Oh! Dich meine ich. Hier irgendwie eine Leiter? Sehe ich gerade nicht. Ihr? Sag mal, schlaft ihr oder was? Hallo! Hier! Kämpfen! Ne? Na also. Okay. Okay, gleich sind wir am Ziel. Okay, dafür gehen diese. Okay. Wir haben definitiv mehr Dinge, als wir Schlüssel gefunden haben. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Ich meine, wir können ja das auch mit Lockpicks machen, denke ich. Da waren wir noch. Moment, da ist eine Leiter, da ist eine Leiter. Mehr Eier.
Okay, das sieht wie nach einem komplizierten... Fische? Eieiei, da sehen wir wieder nach einem komplizierten Level aus. So, wo waren wir denn noch nicht? Hier waren wir noch nicht. Da war... First Milk, hurra, können wir Käse machen. Sehr schön. Hier, komm mal her, hier. Hat eine böse Falle für uns, wenn wir hier im Anfangslevel mit Anfangscharakteren hergekommen wären. Oh, hallo! So, und was haben wir dadurch jetzt gewonnen? Hier haben wir irgendwo Zugang zu... Ja, okay. Okay, das müssten wir, glaube ich, auch besser im Hellen erkunden. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich übersehe hier viel. Hallo? Ah. War nicht mehr das Allerneueste. Haben wir noch eine Pickaxe? Ja. Wir können auf jeden Fall, wenn wir zu Hause sind, fürs nächste Mal wieder anständig kochen. Halbwegs anständig. Das ist ziemlich unübersichtlich, dieses ganze Level. Und wir werden eine ganze Menge Lockpicks brauchen. Dreh mich nicht um, ich ignoriere dich einfach. Okay. Ich glaube, das wäre im Anfangs, also im Anfangs, mit der Anfangsparty, Anfangslevel, also auf Level 1 oder 2 oder 3 oder wo man hier gewesen wäre, ein bisschen heikler gewesen. ich meine, ich neige bei sowas dann auch immer schnell dazu, unvorsichtig zu werden, weil das alles so easy ist. Okay, hier haben wir was. Da waren wir schon, aber hier waren wir noch nicht.
What the fuck? Okay. Hier ist irgendwas. Sehr Erfolg, also sehr schlecht ausgebildete Miner. Die so richtig, nur so richtig. Naja, treffen tut er immerhin manchmal. Okay. Ist hier irgendwas beschriftet? Hallo? Wo sind wir hier? Howling Caves. Okay, das machen wir an einmal. Putzig. Okay, da haben wir dann wahrscheinlich das Steinchen reingeworfen. Das ist da wahrscheinlich ein... Da ist da irgendwas. Was zur Hölle? Okay, na gut, dann das hier fährt noch. Aber zumindest die erste Groberkundung heute noch abschließen. Bevor wir dann hier... Wie kommen wir darauf? Da eventuell? Bevor wir dann mit besserer Ausrüstung... Und ich meine, wir müssen ja definitiv auch noch die... Haben wir da unten schon? Nee. Wir müssen definitiv auch dann diese Schluchten hier erkunden, was auch wahrscheinlich ein bisschen kompliziert wird. Okay. Da ist ein... Wo zur Hölle sei? Wo wir noch nicht waren. Das ist verdammt verwinkelt hier. Feed the winds with shards of crystals and let the light make its ring. Ja, okay, verstehe, was du meinst. Das haben wir schon an anderer Stelle herausgefunden. Feed the winds with shards of crystals. Ich weiß nicht mehr, wie viel du bist. Ich glaube 4. Feed the winds with shards of crystals. And let the light to make its ring. And let the light to make its ring. Irgendwie sowas in der Art. Richtig. Richtig. Power Gems Locations. Okay. Das ist, glaube ich, ganz praktisch. Das ist ein Shortcut. Jetzt fehlt noch das hier. Oh, wow, da geht's aber ziemlich tief runter. Das auch? Da könnten wir aber vielleicht was rüberwerfen. Wollen wir schauen. Keine Ahnung, ob das was gebracht hat. Okay, da... Hier. Ja.
Okay, hier oben ist hier nichts. Dann müssen wir also nach unten. Und da waren wir auch noch nicht. Okay, wie kommen wir da hin? Ja, hier waren diese komischen Schießefritzen. Das ist der technische Begriff dafür. Hier kommen wir nicht durch. Na gut, gucken wir hier noch kurz hin. Ist da eine Pressure Plate? Ne, ein Hebel. Das kann man gebrauchen. Damn Archers. Die waren gar nicht so schlimm. Hier müssen wir ins Wasser, so wie es aussieht. Jo. Wo kommen wir da raus? Da. Und hier waren wir schon mal. Okay. Dann können wir hier wieder rauf. Wow, das ist echt kompliziertes Level. Heieiei. Ne, hier war ich ja schon. Achso, ja. Können wir mal gucken, wie viel haben wir? Haben wir die über? Würde ich sagen. Ich nehme an, dass da das gleiche Ding reinkommt wie in dem anderen Rätsel. Aber erstmal machen wir das. Deactivation. Okay. Also erstmal Secret. Was deaktiviert das Ding? Oh. Ja, dass wir wieder an den an die Dinger rankommen. Das ist nett. Und das ist auch nett, dass wir das hier gefunden haben. Okay. Da. Also wir haben den. Wing. Da ist auch noch einer. Okay. So, wir waren denn noch nicht hier. Come on. Howling Caves, okay. Geht's auch irgendwo hin? Das sieht mir nach einem Windgate aus. Das schreit ja. Stimmt, hier waren wir auf der anderen Seite. Hier haben wir angefangen. Okay, da sind wir einmal im Kreis gelaufen. Ich glaube, das ist gut. Da gucken wir jetzt noch zum Abschluss in diese Truhe. Komm, ein. Das war ja klar. Das schrie ja nach Falle. Kommst du mal her hier?
Ja. Nicht mehr das allerneueste Equipment. Okay, Schlüssel. Oh, vielleicht eine bessere Waffe. Wahrscheinlich nicht. Wäre wahrscheinlich eine gute Waffe gewesen vor einer ganzen Weile. Obwohl Critical plus 4 bis 13. Addiert das eigentlich die? Du hast Accuracy jetzt 43. Ne, es addiert sich nicht, es zählt nur die erste Hand. Okay. Probieren wir aus. 2,5 Sekunden, 2,5 Sekunden. Obwohl, wenn nur die erste Hand zählt, dann hast du den Bonus nicht. So, hast du ihn? Hast du den Critical Bonus oder Critical 17? Ja, den Critical Bonus kriegst du. Okay. Okay, so, war das alles hier drin? Ja. Gut, ich würde sagen, wir haben hier eine ganze Menge erkundet heute und eine ganze Menge geleistet und deswegen machen wir jetzt einfach mal Schluss für heute. Wir können beim nächsten Mal hier weitermachen. Ich werde wahrscheinlich nochmal zwischendurch zurückgehen, Lockpicks kaufen. Vielleicht auch noch eine Hackebeilchen kaufen. Auf jeden Fall was kochen. Wir sehen ja, wie wir hier ohne Ende Kram finden zum Kochen. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ihr mögt, nächsten Mittwoch hier wieder. Und dann machen wir ein bisschen weiter mit der Erkundung der Hammer Hills und was da noch so drumherum passiert. Ist hier irgendwas? Ja. Und ja, da würde ich sagen, für heute bedanke ich mich. Ist ja etwas spät geworden, aber bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Restabend, eine gute Nacht. Und ja, wenn ihr mögt, bis nächsten Mittwoch. Also, macht's gut. Tschüss.